Eine der wichtigsten Fragen ist gleich die erste Frage an Herrn Mott. Was ist denn das beste Trekking-E-Bike? Ja, genau, das beste Trekking-E-Bike, wenn man das nur so einfach beantworten könnte. Ne? Jetzt geht es mit der Fragestellung dann auch schon mal los, für wen soll es sein? Und Männlein, Weiblein, das unterscheidet sich oftmals in der Rahmenform, gell? Dann, was möchte man eigentlich dort damit machen? Was möchte man unternehmen? Wie fährt man? Wie groß, wie schwer ist man? All solche Sachen. So, und dann auf einmal gibt es einen richtigen Frage-Antwort-Katalog. Sie könnte dann eine Checkliste machen, ne? Eine Checkliste, auf was muss ich alles achten. Und die könnte dann 30, 40, 50 Punkte lang werden, was wir hier bei uns zum Beispiel berücksichtigen. Ja, und dann auf einmal ist das beste E-Bike nämlich das, wo genau für Sie passt. Das ist das Beste. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel, dass der Kunde dann irgendwann Spaß an dem Rad hat oder an dem E-Bike hat und es nicht irgendwann in der Ecke liegen bleibt. Wie viele Kunden, die sich früher schon mal ein E-Bike gekauft haben, ein bisschen günstiger von der Stange, da höre ich halt dann oft, okay, das E-Bike haben wir jetzt seit 3 Jahren und seit 2,5 Jahren liegt es im Keller rum. Ja, also sowas kann durchaus vorkommen, wenn man einen Fehlkauf macht. Genau. Ne? Ja, sollte bei uns nicht sein, denn bei uns müssen Sie auch, oder Sie dürfen Hausaufgabe machen, nämlich unsere Internetseite mal ein bisschen angucken. Denn wenn Sie gar nicht wissen, welche Motoren das es gibt, zum Beispiel, welche Schaltungen das es gibt, dann, und Sie möchten sich auch da nicht mehr informieren, dann gehen Sie am besten zu Kollegen von uns, da stehen Hunderte von E-Bike und da sind dort davor Dutzende oder noch mehr Trekking-E-Bikes, da sagt er, das ist ein Trekking-E-Bike und da ist noch eins im Angebot und das nehmen Sie dann. Weil dann brauchen Sie nicht mehr Informationen und Sie werden wahrscheinlich auch nicht viel fahren. Habe Sie aber tatsächlich vor, zukünftig größere Strecken zurückzulegen, Mehrtagestouren, Urlaub statt Malle, E-Bike-Tour zu unternehmen, über mit zum Beispiel mit Zelt oder im Hotel oder wo auch immer, Jugendherberge, dann sollte sie wirklich sich auch ein Gerät zulegen, mit dem sie sowas machen können, durchführen können. Ne? Und das ist ja bei uns auch die Herausforderung. Also unsere Mitarbeiter, jetzt der Steven zum Beispiel, der hat ja eine ganz andere Aufgabestellung, wenn sie jetzt kommen. Und kommen wir jetzt zum Steven. Es gibt ja schon eine Beratung vorher, ne? Online-Beratung. Genau. Wo sie dann schon einmal gewisse Daten aushüllen, wie weit und sie fahren möchte, wie viel Höhenmeter womöglich noch. Und dann treten wir in Dialog mit ihnen. Ja, und dadurch entsteht dann praktisch ein Projekt. Schritt für Schritt nähern wir uns dann ihrem idealen Trekking-E-Bike. Genau. So, genau. Also darauf dürfen Sie sich dann einlassen oder auch nicht, je nachdem. Genau, also anhand Beispiel von der Videoberatung ist es dann einfach so, Kunde und ich, wir machen einen Termin aus, der Kunde gibt mir die Fakten und das, was er eben machen möchte mit seinem E-Bike. Dann machen wir meistens einen Termin aus hier in Lauda für eine Testfahrt, weil viele möchten auch klar nochmal das E-Bike testen und dann können wir uns intern schon mal beraten, welches E-Bike denn für diesen Kunden passend wäre. Das wird dann auch vorbereitet. Wir haben ja sehr viele Testräder und dann geht es schon los und meistens, spätestens nach dem zweiten E-Bike haben wir eigentlich schon das richtige E-Bike für den Kunden. Deshalb, also wir nehmen uns da sehr viel Zeit, wir besprechen auch sehr viel in unserer internen Runde, meistens mit Herrn Mott, weil er eben die Erfahrung hat. Und dann, die ich auch weitergebe. Die er auch weitergibt, natürlich. Und dann haben wir meistens das passende Rad da. Ja, und dann nennt sich das Ganze Custom-Made. Ich kann es kaum aussprechen. Ich übersetze es kurz. Custom-Made. Ja, also wir arbeiten mit E-Bike-Herstellern zusammen, die, das kommt jetzt aus der Autoindustrie, in modularer Baukastenfertigung für unsere Kunden dann die E-Bikes bauen. Also Sie kriegen jetzt nicht irgendwo ein E-Bike, das so halt so ist, wie es ist, sondern Sie haben dann Einfluss auf die Motoren, Akku, Schaltung, Bremsanlage und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt es Ihr ideales, individuelles E-Bike, Ihr Trekking-E-Bike. Und wie lange sollte das mindestens halten? Ewig. Genau. Also mindestens 10 Jahre. Ah ja, 10 Jahre, das ist ja Minimum, da geht es ja erst los. Mindestens 10 Jahre ist eingefahren. Oder in Kilometern ausgedrückt, zwischen 50 und 100.000 Kilometer, sollte sich schon mit dem Trekking-E-Bike zurücklegen können. Also das ist unser Anspruch. Also Nachhaltigkeit ist angesagt, Wartungsarmut, Verschleißarmut, so wenig wie möglich Folgekosten, das kriegen wir hin. Genau.
Das nächste Kapitel würde ich sagen, machen wir mal die Antriebstechniken. Jawohl. Und naja, seien Sie mal gespannt, wir bringen es Ihnen ganz vorsichtig bei, auf was man da zu achten haben.